Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs im Multiplayer auf Simulation 1. Und ja, es ist wieder ein neues Fahrzeug da. So ein Oldtimer, würde ich jetzt mal sagen. Genau, mit denen fahren wir heute. Innen hat er leider wieder das Skoda Interieur. Aber das ist jetzt egal. Leider ist auch schon wieder Nacht. Ich weiß nicht, irgendwie wird das bei mir nie Tag. Was kommen denn die so rausgeschossen? Genau, mit denen fahren wir wieder ein bisschen. Schauen uns den mal an. Und ja, genau. Dann fahren wir jetzt mit denen. Der müsste seit Montag müsste der drinnen sein. Genau. Da fahren wir jetzt von Osnabrück Richtung Amsterdam. Natürlich fahren wir jetzt in der Stadt 50, das ist klar, aber dann auf der Autobahn können wir mal schauen, wie er so beschleunigt und so weiter. Und wir fahren natürlich mit dem Auto auch schneller, weil die Geschwindigkeit habe ich ja für LKWs extra angepasst so. Deswegen stimmt das ja für die Autos nicht. Genau. Ja, wie gesagt, leider schon wieder Nacht. Ich weiß nicht. Links halten und dann links irgendwie halten. Immer wenn ich ein Video aufnehmen will, ist immer Nacht. Ich weiß nicht warum. Aber da seht ihr schon mal die Blinker. Okay, ihr seht halt schon wieder fast gar nichts, ist das Ding. Da auf jeden Fall die Blinker. Dann schauen wir mal. Fährt er mal auf seine Spur. Aber wir sind sowieso so ein kleines Auto, da können wir locker vorbei. Und er beschleunigt auch ziemlich gut. Fernlicht schalten wir mal an, dass ihr mehr seht. Bei mir wird es zwar ohne Fernlicht auch gehen, aber ihr seht dann nichts mehr. Die Blinker habt ihr jetzt beide schon gesehen. Fernlicht kann ich euch auch gleich zeigen. Das ist das, genau. Dann da vorne ist nochmal ein LKW, den überholen wir dann nochmal schnell. Genau, das Auto, wie schon gesagt, ist seit Montag drinnen. Das ist dann praktisch wieder zwei Wochen drinnen. Genau. Ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Im Prinzip gibt es zurzeit eigentlich... Ah, das hat sogar eine Hupe. Im Prinzip gibt es sonst ansonsten nichts Neues, eigentlich. Genau, das Auto halt ist jetzt wieder, was habe ich gesagt? Oder? Ja, warum fährt der nicht mehr wie 100 oder was? Genau, das Auto, wie schon gesagt, zwei Wochen wieder drinnen, nicht mehr ganz. Genau, dann fahren wir mal ein bisschen langsamer, hätte ich gesagt. Fahren wir mal 90. Genau. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen. Die Glocke natürlich aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS19 Video. Und jeden Mittwoch und Freitag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und samstags bin ich dann auch noch live ab 20 Uhr meistens. Geht's da los? Meistens 5M. Kann aber auch sein, dass wir ETS fahren oder LS19 miteinander spielen. Das kommt immer drauf an. Aber meistens 5M. Genau. Ansonsten. Ja, LS19 mäßig. Werde ich jetzt die Videos so weiter behalten. Montag und Freitag immer. Ich versuche, damit ich die Videos ein bisschen länger bringe. Immer geradeaus. Jetzt das letzte ist jetzt wieder ein bisschen kürzer gewesen, weil das Feld eben nicht so groß war. Aber ich versuche es jetzt wieder so zwischen 15 und 20 Minuten lang zu bringen. Und die ETS-Videos so, ja, 10 oder ich sag 5, ja nee, sagen wir 10 bis 15 Minuten lang. Genau. Das will ich jetzt wieder versuchen, damit ich da das schaffe, sage ich jetzt mal. Genau.
Und mit Alice nochmal, da habe ich ja gesagt, nach denen, also da spiele ich noch bis zur 100. Folge auf der Map und dann, da. Und dann werde ich mal schauen, dann werden wir wahrscheinlich die Map wechseln. Aber auf welche wir wechseln werden, das weiß ich noch nicht. Genau, jetzt überholt uns der, jetzt können wir uns auch mal so umdrehen. Ja, Scheibenwischer. Okay, innen bewegen sie sich. Aber außen nicht. Okay, ich weiß gar nicht, ob es bei den anderen funktioniert hat. Warnblinker kann ich auch mal, dann seht ihr die Blinker nochmal. Also vorne so. Ziemlich laut ist das schon wieder, oder? Und hinten. Ja, genau. Hinten habt ihr sowieso schon gesehen. So sind die Warnblinker. Fernlicht habe ich euch auch gerade schon eigentlich gezeigt. Ja, genau. Ansonsten war es das eigentlich mit dem Fahrzeug. Anhängerkupplung hat es nicht. Genau, dann machen wir mal die. Ne, die wollte ich nicht. Die wollte ich. Ich finde die eigentlich irgendwie cool, aber irgendwie ist die auch sauschwer zum Fahren so. Zack und dann, aua, und dann. Ja, ich finde die einfach viel zu schwer zu fahren. Naja. Und übrigens, der Betonmischer und das andere Fahrzeug sind wieder draußen. Ich weiß auch, warum jetzt zwei Fahrzeuge drinnen waren. Das war, weil Turkers MP den 7. Geburtstag hatte. Und deswegen waren zwei Autos auf einmal drinnen. Habe ich nämlich nochmal nachgeschaut. Genau. Und jetzt, die sind auch am Montag reingekommen normalerweise. Und jetzt geht's halt wieder ganz normal weiter. Immer montags. Links Jeden. halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Jeden zweiten Montag. Immer geradeaus. Nee, jeden. Ja, halt alle 2 Wochen ändert sich das Fahrzeug, genau. Zum Glück sind da Laternen auf der Autobahn, dass ich euch das Auto trotzdem zeigen kann. Weil ich weiß nicht, irgendwie, jetzt nehme ich zum Beispiel um eine andere Zeit auf. Also jetzt so nehme ich eigentlich selten auf um die Zeit und es ist halt schon wieder Nacht. Ich weiß nicht, irgendwie keine Ahnung. Also das mit der Zeit und durchgehend Nacht finde ich ein bisschen doof. Also was heißt durchgehend Nacht? Es ist halt doof, weil irgendwie gefühlt jedes Video, wo man was sehen müsste oder sollte, ist immer in der Nacht. Oder wenn es dunkel ist halt, ich verstehe es nicht, in welchem Rhythmus das immer ist, wie lang Tag, wie lang Nacht ist und so weiter. Da müsste ich mal noch nachschauen. Aber ich glaube, eine Stunde, 1,5 Stunden, ne, 2 Stunden vielleicht Tag, 2 Stunden Nacht oder so, keine Ahnung, wie das genau ist. Also in Echtzeit jetzt. Keine Ahnung, wie lang da es dauert. Wir sind da. Aber auf jeden Fall ist es ein bisschen blöd. Genau, wir fahren noch nach Amsterdam rein. Da ist nämlich auch noch mal ein bisschen mehr Licht. genau. Da fahren wir noch schnell rein. Sind wir sowieso jetzt gleich da. Eigentlich habe ich gedacht, wir fahren bloß bis zum Parkplatz da. Aber jetzt habe ich mir gedacht, wir fahren noch bis nach Amsterdam rein und dann zu der Garage. Da ist erstens mal mehr Licht. Genau. Das ist eigentlich die Begründung. Ah ja, er hat ja stark abgebremst. So. Ja, die Bremslichter seht ihr jetzt gerade auch schon. Okay, jetzt müssen wir aber weiter, weil es ist ja grün.
So, dann einmal rechts abbiegen, das letzte Mal. Und dann fahre ich extra durch die Garage durch. Ja, natürlich stehen da jetzt welche drinnen. Und dahinter ist dunkel. Hm, geht sogar. Geht sogar, würde ich jetzt sagen. Genau. Ja, dann war es auch schon wieder mit dem Video. Wir sehen uns am Freitag um 16 Uhr im nächsten Video. Das ist dann LS19-Video. Bis dahin. Ciao.